Ich werde immer wieder gefragt, kann ich denn mit meinem Smartphone auch andere E-Mails empfangen? Vielleicht von E-Mail-Adressen, die ich bereits habe? Oder wie ist das eigentlich mit Dokumenten? Texte, Tabellen, Präsentationen, funktioniert das auf einem Smartphone auch? Ja, und Prestigio hat bereits auch dafür schon einige Apps für Sie vorinstalliert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Erstmal geht es ums Thema E-Mail-Empfang. Wir haben ja bei der Ersteinrichtung oder auch beim Play Store ein Google-Konto angelegt mit einer Google-E-Mail-Adresse. Auch dafür gibt es schon die passende App, die nennt sich Gmail. Und die finden Sie dann auf der Startseite, gibt es einen Ordner mit den Google-Diensten. Und da ist nochmal Navigation, da. Da ist Gmail, da einmal draufklicken. Und schon werden mir hier die ersten E-Mails angezeigt. Ich kann auch mal entscheiden, wie sieht es aus mit Werbung und so. Nee, das ist alles in Ordnung. Und da habe ich ja meine Begrüßung vom Gmail-Team. Kann die E-Mail jetzt auswählen, kann sie in Ruhe lesen und kann mich dann nachher entscheiden, möchte ich diese E-Mail beantworten zum Beispiel, zurücksenden. Das ist alles einfach aufgebaut. Aber schauen wir nochmal von vorn. Hier sehe ich meinen E-Mail-Eingang mit den einzelnen E-Mails. Die kann ich jetzt auswählen, kann mir die anschauen und kann dann hier oben entscheiden, möchte ich die speichern, möchte ich die noch weiterleiten oder vielleicht sogar löschen. Zack, schon ist sie weg. Das ist jetzt schon mal die Möglichkeit, über diese neue E-Mail-Adresse E-Mails zu empfangen oder aber auch hier oben mit dem Plus an diesem kleinen Briefumschlag eine neue E-Mail zu erstellen. Jetzt geben Sie hier bitte den Adressaten ein, wie die E-Mail heißt und können dann hier Ihren Text schreiben. Über das Optionsmenü oben rechts kann man dann sogar noch Dateien anhängen, Kopien an andere Personen versenden. Also ein ganz normales E-Mail-Programm basierend auf Google. Wenn Sie aber sagen, ja Moment mal, ich habe ja schon eine E-Mail-Adresse oder ich habe bei meinem Computer auch so ein E-Mail-Programm und da habe ich eine ganz einfache Adresse oder die von meiner Firma oder wie auch immer, kann ich die auch nutzen? Ja, können Sie. Und zwar gibt es dafür eine App, die nennt sich E-Mail. Wir gehen dazu ins Hauptmenü, also in unseren Startbildschirm, auf unsere App-Galerie und da ist sie auch schon unter E, E-Mail. Hier kann ich jetzt eine ganz normale E-Mail-Konto einrichten. Das heißt, ich brauche jetzt hier die E-Mail-Adresse und das Passwort. Da würde jetzt diese App schauen, sind so Adressen wie zum Beispiel Gmail oder ich sag mal web.de, also so Standardseiten. Und würde dann automatisch wissen, an welchen Computer im Internet sich diese App wenden muss, um ihre E-Mails zu empfangen. Und auch, um dort E-Mails versenden zu können. Haben Sie aber, so wie ich zum Beispiel, eine eigene Internetseite mit einer ganz persönlichen E-Mail-Adresse, dann empfiehlt es sich, hier mal auf die manuelle Einrichtung zu gehen. Ich gehe mal eben hier auf Info und dann Add 7sales.de. So. Jetzt noch ein Passwort, gebe ich mal irgendeins ein und jetzt kann ich hier auch auf manuell einrichten klicken und kann jetzt dem Smartphone, der E-Mail-App sagen, über welche Art empfange ich denn überhaupt meine E-Mails, ich zum Beispiel über IMAP und dann wird angegeben, an welchen Computer sollst du dich wenden, mit welcher Sicherheitsabfrage, das heißt hier machen Sie genau die gleichen Einstellungen wie zum Beispiel bei Ihrem E-Mail-Programm im Büro oder zu Hause auf dem Computer, wo Sie sagen, das ist der Eingangscomputer, der Eingangsserver, das ist der Ausgangsserver, das ist die Anmeldung und schon kann ich dann über mein Multiphone auch darüber E-Mails empfangen und versenden. Und da ich ja schon mal web.de oder gmx gerade schon angesprochen habe, empfiehlt es sich einfach mal in den Play Store zu schauen. So, Play Store einmal starten bitte. Ach, da sind wir noch gewesen, um was zu kaufen. Wir gehen mal kurz zurück. Und zwar suchen wir im Play Store nach einer E-Mail-App. Deswegen gebe ich jetzt nur mal das Stichwort E-Mail ein. Natürlich richtig geschrieben. Suche. Und da gibt es eine ganze Menge Apps. Outlook sehe ich hier, Yahoo, CloudMagic, web.de, gmx, also wie sie alle heißen mögen. Das heißt Gmail 1&1 Mail, das heißt diese E-Mail-Anbieter, die ich aus dem Internet her kenne, wie zum Beispiel jetzt web.de, gmx oder 1&1, die bieten auch eigene kleine Apps an, mit denen sie dann direkt schon, hier zum Beispiel 1&1, direkt ihre E-Mails empfangen, verwalten und versenden können. Das heißt, mein Multiphone ist ein kleiner Computer, bietet mir bei E-Mails auch alle Möglichkeiten. Und wenn es jetzt darum geht, noch Texte zu verarbeiten oder eine Tabelle mal nachzuschauen oder vielleicht in der Präsentation reinzuschauen, dann reden wir über das Thema Office.
Und bei einigen der Multiphones sind Office-Apps auch schon vorinstalliert. Das ist modellabhängig. Bei diesem Modell zum Beispiel, wenn ich hier mal über den Chartbildschirm schaue, sehe ich sogar, dass die Office Suite in dem Fall installiert ist. Das ist die 7er-Version. Und da kann ich jetzt, so, was machen wir später? Sollten Sie ein Schriftpaket installieren? Ja, das machen wir später. Sehe ich jetzt, dass ich hier auf Dokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und sogar auf PDFs zugreifen kann. Das heißt, mein kleines Smartphone ist ein vollwertiger Computer in der Hinsicht, der gerne auch Office-Dateien verarbeiten, anzeigen lassen kann. Und das finde ich natürlich klasse, dass dann teilweise auch schon Apps vorinstalliert sind. Ansonsten sollte das nicht der Fall sein, dann auch hier bitte auf den Startbildschirm, auf den Play Store und in der Suche mal bitte das Stichwort Office eingeben. Da haben wir es auch schon vorausgewählt. Auch hier finden Sie jede Menge Office-Apps. Eins müssen Sie aber bitte bei den Apps bedenken. Es gibt einige Apps, die sind kostenfrei, bieten Ihnen aber nur die Ansichtsmöglichkeit. Das heißt, ich kann mir eine Textdatei anschauen, eine Tabelle, eine Präsentation, aber ich kann sie nicht bearbeiten. Dann kann es sein, dass es davon dann wieder eine Pro-Version gibt, die dann kostenpflichtig ist, wo man dann halt ansehen und bearbeiten kann. Das heißt, bitte da genau auf die Beschreibung achten der einzelnen Apps. Vielleicht haben auch Freunde oder Bekannte noch einen Tipp für Sie, die dann vielleicht schon eine Office-App benutzen. Schauen Sie dann einfach nach. Es gibt da jede Menge Anbieter für solche Sachen. Und ja, Sie treffen dann die Auswahl und haben dann natürlich mit Ihrem Multiphone auch ein kleines Arbeitsgerät, Ihr Büro für E-Mail und Office.